Jetzt kommt noch ein Redebeitrag von Deutsche Wohnen enteignen. Liebe Leute, Berlin hat Angst. Die Hälfte der Berlinerinnen befürchtet, sich die eigene Wohnung wegen der steigenden Mieten. Die Hälfte der Berlinerinnen befürchtet, sich die eigene Wohnung wegen steigender Mieterin bald nicht mehr leisten zu können. Und diese Angst ist berechtigt. Die Mieten haben sich in den letzten... Hallo? Die Mieten haben sich in den... Ja? Geht das so? Was? Okay. Die Mieten haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Sorry, kleine technische Übungen hier. Die Wohnungskrise ist allgegenwärtig und sie betrifft ganz besonders die Menschen, die schon um ihre Existenz kämpfen. Geringverdiener, Arbeitslose, Alleinerziehende und ältere Menschen sind die Ersten, die ihre Wohnungen verlassen müssen, wenn Wohnungskonzerne die Mietpreise durch Modernisierungen in die Höhe treiben. Berlin hat ein Problem. In den letzten Jahren ist die Stadt zu einem Paradies für große Wohnungsunternehmen geworden, die immer mehr Bestände kaufen. Unternehmen wie Akelius, Vonovia und die Deutsche Wohnen, die mittlerweile 110.000 Wohnungen in der Stadt gekauft hat. Solche Unternehmen verfolgen eine Strategie der Profitsteigerung um jeden Preis. Das heißt, die Mieten werden erhöht, wo es nur geht. Sogar der Mietspiegel wird gerichtlich angefochten. Bei der Instandhaltung hingegen wird gespart, wo es nur geht. Und so bleiben auch bei Schimmelbefall und kaputten Heizungen im Winter diese Reparaturen aus. Dafür werden unnötige Modernisierungen vorgenommen, weil die Kosten dafür auf die Miete umgelegt werden können. Mit dieser Geschäftsstrategie sind die Deutsche Wohnen und Co. eine treibende Kraft für den Mietenwahnsinn in Berlin. Erst vor einer Woche titelte die Zeitung: Deutsche Wohnen und Co. erhöht höhere Rendite dank gesteigerter Mieten. Berlin hat aber auch Hoffnung. Immer mehr Menschen lassen sich den Mietenwahnsinn nicht länger bieten und organisieren sich. Die Mieterinnenbewegung von Berlin, sie wird jeden Tag stärker. Überall gründen sich neue Mieterinneninitiativen. Und diese Initiativen zeigen, Widerstand lohnt sich. Als gut organisierte Nachbarschaften können wir uns auch gegen große Wohnungskonzerne mit Erfolg wehren. In Kreuzberg zum Beispiel haben die Mieterinnen in der Otto-Suhr-Siedlung durch ihren Kampf gegen die Deutsche Wohnen erreicht, dass die Siedlung sozialverträglich saniert wird und die Bestandsmieterinnen nicht verdrängt werden. Doch es gibt einen Haken. Mit solchen Zugeständnissen können wir die Immobilienkonzerne bestenfalls bremsen, nicht aber stoppen. Es reicht nicht, wenn wir in einzelnen Häusern oder Siedlungen Abwehrkämpfe führen. Wir müssen in die Offensive kommen. Wir müssen den Spekulanten die Häuser wegnehmen. Ja. Dabei können wir uns nicht auf die Politik verlassen, die schon seit Jahren im Kampf gegen die Wohnungskrise versagt. Mietpreisbremse, Milieuschutz und Nutzung des Vorkaufsrechts werden nicht ausreichen, um den Ansturm privater Investoren auf die Stadt auszubremsen. Die Ankündigung von Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister der SPD, ein Mietenbündnis mit den Immobilienkonzernen zu suchen, geht völlig an der Realität vorbei. Es hat keinen Sinn, an die Gutmütigkeit börsennotierter Unternehmen zu appellieren. Denn ihre Strategie der Profitsteigerung ist keine Frage der Gier, sondern liegt in der Logik des Systems des privaten Wohnungsmarkts. Wir sagen, es ist Zeit für eine wirkliche Kehrtwende in der Wohnungskrise. Es ist Zeit für radikalere Maßnahmen. Berlin hat ab heute ein neues Volksbegehren. Die heutige Demo bildet den Auftakt
unserer Unterschriftensammlung. Und in der ersten Phase benötigen wir 20.000 Unterschriften von euch, damit das Volksbegehren zugelassen wird. Und wir bitten euch alle, bei den Leuten mit den lila Warnwesten zu unterschreiben und Unterschriftenlisten in eure Nachbarschaft zu nehmen. Unser Volksbegehren ist eine Kampfansage an all diejenigen, die mit unseren steigenden Mieten Profite machen. Wohnraum ist keine Ware, sondern ein Grundrecht. Bezahlbarer Wohnraum ist die Grundbedingung für ein würdevolles Leben. Die Interessen der Mieterinnen, also der Mehrheit der Menschen in Berlin, sind wichtiger als die Interessen der Konzerne und der Finanzmärkte. Wir müssen enteignen, damit Berlin wieder zu einer Stadt für alle wird. Berlin hat Angst, aber die Angst wechselt gerade die Seiten. Ein Gespenst geht um. Es ist das Gespenst der Enteignung. Laut Umfragen haben wir mit unserer Forderung die Mehrheit der Berlinerinnen hinter uns. Die Immobilienlobby ist in Panik ausgebrochen und überbietet sich mit immer absurderen Bedrohungsszenarien. Investoren warnen vor den negativen Folgen für das Investitionsklima. Schon bevor überhaupt die erste Unterschrift gesammelt wurde, erdreistet sich die Ratingagentur Moody's klarzustellen, dass die Kreditwürdigkeit von Berlin herabgestuft wird, falls unser Volksbegehren Erfolg hat, und das wird es natürlich haben. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern, im Gegenteil. Der Gegenwind der Immobilienlobby zeigt uns, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Machen wir Berlin zu einem Investitionsrisiko für die Spekulanten, die mit unserem Wohnraum ihre Profite machen. Das Monopoly-Spiel ist vorbei. Vielen Dank an die Gruppe Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Also ihr habt es gehört. Wenn auch ihr findet, dass man profitorientierte Wohnungskonzerne enteignen sollte, dann leistet eine Unterschrift bei den Menschen mit den rosa Warnwesten. Die neueste Info, die wir bekommen haben, ist, vorsichtige Schätzungen gehen heute von mindestens 35.000 Menschen hier aus. Okay, so, wir haben noch ein bisschen Programm, aber es ist nicht mehr viel. Wir freuen uns, dass immer noch so viele hier sind. Ja. Allen Menschen danken, allen Mietern, allen Initiativen, allen politischen Gruppen, die mit uns diese Demonstration möglich gemacht haben. Das sind unglaublich viele Menschen. Wir haben jede Woche ein Bündnistreffen gehabt. Wir haben stundenlang diskutiert. Wir haben organisiert. Wir haben strukturiert. Es fahren Leute, die laut hießen. Es laufen Leute rum, die das Ganze hier logistisch irgendwie begleiten. Es sind Leute mit Megafonen. Es sind Leute, die Technik aufgebaut haben. Es sind Leute, die sich Gedanken